Der Genuss vom Schlemmermarkt wird präsentiert von Ohlenforst, das Restaurant im Herzen von Effeld. Der Wassenberger Schlemmermarkt ist in der Region in seiner Art einzigartig. Zum 26. Mal wird dieser im historischen Ambiente auf dem Rostorplatz veranstaltet. Traditionell wird auf dem Wassenberger Schlemmermarkt die goldene Schlemmerente verliehen. Mit dieser begehrten Trophäe werden Persönlichkeiten geehrt, die sich um die Ess- und Trinkkultur verdient gemacht haben. In diesem Jahr wird Henning Krautmacher, Bandmitglied der Höhner, diese begehrte Trophäe verliehen bekommen. Vorher gibt es für Henning Krautmacher und seiner Frau Anke sowie für die zahlreich geladenen Gäste aus Wirtschaft und Politik einen Sektempfang im Foyer des alten Rathauses. Die Laudatio auf Henning Krautmacher hält Landrat Stefan Pusch für den erkrankten Bürgermeister Manfred Winkens. Wir freuen uns, heute Abend hier in Wassenberg mit der goldenen Schlemmerente einen strahlenden Sympathieträger und einen der markantesten Köpfe des Rheinlandes auszeichnen zu dürfen. Den Mann mit dem lustigen Schnäuzer, wie er sich jüngst selbst bezeichnet hat, Henning Krautmacher. Die Zuschauer feiern Henning Krautmacher mit kräftigem Applaus. Dieser bedankt sich mit einem kleinen Liedchen für die Auszeichnung. Heute dreht sich die Welt in diesem schönen Ambiente nur noch um das eine, die mit euch kann man arbeiten, wunderbar. Henning Krautmacher, Frontmann der Kölsche Höhner, auf Hochdeutsch Hühner. Ihnen wurde jetzt die goldene Schlemmerente verliehen. Ente und Huhn, passt ja gut zusammen. Ja, das war auch meine erste Reaktion, als ich davon gehört habe, dass man mich auserkoren hat und gefragt hat, ob ich denn diese Auszeichnung annehmen werde. Eine größere Ehre kann man doch nicht bekommen, als Huhn mit einer Ente und dann noch mit einer Schlemmerente geehrt zu werden. Wunderbar, passt. Was verbindet Sie als Musiker mit dem Kochen bzw. mit der Esskultur? Also essen müssen wir ja alle. Und dann kommt der Genuss hinzu. Und wenn man den Genuss ein bisschen beeinflussen will, dann muss man kreativ werden. Und Kreativität ist so eine der Sportarten, die ich auch betreibe. Und ich habe es ja auch eben in meiner Ansprache an die Leute gesagt. In der Musik gibt es 7 Töne. In der Kochkunst gibt es 6 Geschmacksrichtungen und die muss man geschickt miteinander kombinieren, damit was Leckeres dabei rauskommt und sich andere darüber freuen. Und dann hat man selber auch Spaß, wird satt und dann geht es einem rundum gut. Und da schließt sich dann der Kreis. Federführend im Orga-Team Schlemmermarkt ist Annika Schmitz von der Stadt Wassenberg. Sie verrät das Erfolgsrezept der Veranstaltung. Ja, der besondere Reiz des Schlemmermarktes hier in Wassenberg ist natürlich das historische Ambiente hier auf dem Rostorplatz und unten am Patersgraben. Die einheitliche Bestuhlung, die Zelte und die Gastronomen natürlich, die sich um das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher kümmern. Klar, dass Henning Krautmacher, Frontmann der Höhner und Koch aus Leidenschaft, es sich nicht nehmen lässt, den einzelnen Gastronomen an ihren Ständen einen Besuch abzustatten und natürlich auch die angebotenen kulinarischen Köstlichkeiten zu probieren. Ein Gastronomiebetrieb, der sich hier schon seit vielen Jahren erfolgreich präsentiert auf dem Wassenberger Schlemmermarkt, ist das Restaurant Ohlenforst aus Effeld. Neben mir steht Marc Ohlenforst, Küchenchef von Haus Ohlenforst. Herr Ohlenforst, was präsentieren Sie denn heute Leckeres Ihren Gästen? Also auf dem Schlemmermarkt haben wir heute unseren großen Klassiker, die Ochsenbacke, wofür wir eigentlich so ein bisschen ja, berühmt sind. Aber wir haben auch ein paar ausgefallenere Sachen wie ein Petersfisch mit Wasabi-Gurkensalat. Und eine Hummersuppe haben wir drauf, ein Cheesecake mit Beerenfrüchten und zum Schluss haben wir noch einen langsam gegarten Kapstafelspitz mit rheinischem Kartoffelsalat hier für die Region. Welchen Stellenwert hat der Wassenberger Schlemmermarkt hier in der Region für die Gastronomie? Der Schlemmermarkt ist in erster Linie natürlich ein Aushängeschild für die Genussregion Heinsberg oder Wassenberg, wo Wassenberg ja dazu gehört. Und das ist im Endeffekt eine große Werbung, wenn man so will, aber auch gleichzeitig ist das ein angenehmes Fest, was für die ganze Familie da ist. Und die Kollegen zu treffen, ist immer mal wieder schön, da freut man sich das ganze Jahr drauf. Wenn das Wetter mitspielt, manchmal hat man Pech, manchmal ist es aber auch super und dementsprechend ist es eigentlich so ein bisschen so das Highlight des Jahres. Lecker. Der Schlemmermarkt ist jedes Jahr ein Highlight im Veranstaltungsprogramm der Stadt Wassenberg. Und so wird auch jetzt schon eifrig überlegt, wer im kommenden Jahr Träger der goldenen Schlemmerente sein wird. Und jetzt Schlemmen nach Herzenslaune bei Ohlenforst. Das Restaurant mit Tradition.